Servus an alle, es ist Dienstag, der 26. Juli, morgens 7 Uhr. Mal ein schnelles Update zur Nasdaq, weil ich habe heute Abend das Webinar. Ich stelle den Link auch nochmal unten drunter rein. Das wollte ich dann noch machen, weil dann heute Abend werde ich dran eine Zeit dazu haben. Das ist die Nasdaq hier vor euch. Und eine Kerze, ein Tag. Da fällt mir auf den ersten Blick auf, von dieser Bewegung, die wir hatten, von den 15.200 Schnickschnack, wann war denn das? Das war im März. Sind wir runter auf das Jahrestief, das war das hier am 16.06. mit 11.035, haben wir wieder nur das 38er geschafft. 38er Retracement, fast punktgenau drauf. Wir hatten ja, ich zeige euch das mal so, dann könnt ihr es besser sehen. Wir hatten ja ein Riesenproblem hier mit dem Bereich von 12.200. Ja, einmal, zweimal, dreimal und dann beim dritten Mal ist es endlich durch. Das ist jetzt eine Unterstützung. Ich mache das jetzt mal als eine gedashte Linie. So hier rein. Und damit man das auch besser sieht, in einer anderen Farbe. Das erkenne sogar ich einigermaßen. Und hier ist sie gedashed. Machen wir sie ein bisschen dicker. Voilà. Das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz wichtige Unterstützung. Würden wir da drauf gehen, die Leute, die bei mir in den Seminaren sind, die würden dann auch den Ausdruck kennen, das ist dann Back to Breakout. Hier war der Breakout, sind wir hoch, haben es auch ordentlich gemacht, ja, bis eben zur 12.644. So, da dürfen wir jetzt runter. Wenn ich die Technik hier sehe, über den Oszillator und auch die fallende Technik über das MACD, muss ich davon ausgehen, dass wir mindestens die 12.200 sehen. Aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir gucken uns die 12.000 nochmal von unten an. Hier ist die 20-Tage-Linie, 11.937, leicht steigend. Und da muss er aber dann halten. Da muss er wirklich halten, weil sonst wird es schwierig. Wir haben kurzfristig seit Mitte Juni so einen kleinen Aufwärtstrend. Ja, wir haben höheres Hoch, wir haben ein höheres Tief und so weiter. Das passt alles. Der darf auf gar keinen Fall unter die 11.500. Das wäre wirklich blöd. Jetzt haben wir Zinsentscheid. Der Markt geht von 0,75 aus. Ich glaube mal, der macht das vielleicht nicht. Der fährt es nicht aus, dass er nur 0,5 macht. Das fände ich grundsätzlich mal positiv. Aber wie auch immer, wir haben erst die 12.200 als Support, dann die 20-Tage-Linie bei 11.900. Heute 37, heute hier und jetzt 37. Aber das gefällt mir hier nicht. Also ich musste nicht long gehen. Ich gehe den Nasdaq erst dann wieder long, wenn wir hier die 12.650 überbieten, mindestens mit einer Stundenkerze. Ansonsten will ich jetzt mal versuchen, das werde ich warten, bis der jetzt hier mal ein bisschen runterfällt, um dann zu schauen, wie er sich hier verhält. Also wirklich äußerste Alarmstufe ist hier unter 11.500. Es kommen immer noch ganz viele Zahlen, Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon. Die stehen alle noch bevor, teilweise sind sie heute. Das ist nicht einfach. Ja? Deswegen bloß keinen übertriebenen Heroismus. Lieber mal ein bisschen warten. Ich habe folgende Scheine mir mal rausgesucht. Als Call habe ich einen genommen, der hier unten liegt, bei der 11.205. Im Moment ein 11er Hebel. Nochmal, ich rechne damit, dass wir irgendwo in diesem Bereich hier eintauchen. Deswegen wird der Hebel dann dementsprechend größer sein. Er dürfte dann so in Richtung 14, 15 gehen und dann ist das auch eine Option, die halte ich für handelbar. Ich bin ja nicht so ein Freund von den kurzgehebelten oder gering gehebelten Optionen, sonst macht es keinen Spaß. Das ist die die GK6EDW 11.205. Ich bin am Überlegen, ich habe als Put genommen die 13.648. Damit sind wir hinter dem 61er Retracement von dieser Bewegung hier. Das ist im Moment, wenn ich es richtig rechne, bei 13.634 und die Option ist bei mir bei 13.648 im Moment ein 9er Hebel, 9,3. Das ist die GK3TUQ. GK3TUQ. Ich bin echt am Überlegen, weil ich davon ausgehe, dass wir hier nochmal runtergehen, einfach mal ein bisschen Luft holen, den gleich zu nehmen. Aber jetzt möchte ich erst gerne mal die Zeit hier abwarten, bis 9.30 Uhr deutsche Zeit, was jetzt überhaupt hier so passiert. Nochmal, das ist ganz wichtig hier. Das ist ein Back-to-Breakout, das halte ich eigentlich schon fast für ausgemacht, dass wir da hingehen. Aber das hier ist wirklich wichtig, die 20-Tage-Linie. Wir unterbieten die auch manchmal, ja, aber es ist trotzdem Punkt, also da gucke ich drauf.
Allerwichtigster Punkt ist für mich die 11.500, da bitte nicht runter mit einer Stundenkerze. Das wäre nicht schön, weil dann muss ich davon ausgehen, dass wir uns hier nochmal mindestens ein zweites Bein holen in der Richtung 11.000. Also ich bin kurzfristig nicht ganz so positiv, aber lasst mich gerne überraschen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.